Sehr geehrter Herr Präsident, Kollegen, Zuschauer draußen im Lande. Der Staatsminister bringt das Bild vom engen Zusammenstehen. Und bei engem Zusammenstehen, da fällt mir eines ein, beim Wald, wenn da die Bäume zu eng zusammenstehen, dann ist der Windbruch vorprogrammiert. Und dann hat in der Tat danach der Förster was zu spalten und die Waldarbeiter. Ja? Also ein völlig schiefes Bild, das enge Zusammenspiel. Und gute Nachbarschaft besteht eventuell auch darin, aus einer richtigen Mischung von Nähe und Distanz, die hier gröblich vernachlässigt wird und sträflich. Also im Autoverkehr ist das ein zu nahes Auffahren, das steht, glaube ich, unter Strafe. Insofern möchte ich erinnern an Sloterdijk, der das Thema Theorie der Nachkriegszeiten, das deutsch-französische Verhältnis beleuchtete und in dem Zusammenhang spricht von der guten Nachbarschaft, die eben darin besteht, dass man sich entsprechend auch mal in Ruhe lässt. Und er bringt einen weiteren Begriff ein, nämlich dem der Metanoia. Es fiel eben das Jahr 1919 beispielsweise. Metanoia, das heißt die Abkehr, die Einsicht, die neue Welt, in die man tritt, die neue Gesinnung und so weiter. Und da muss man doch feststellen, dass Deutschland ziemlich alleine dasteht, weil die anderen sind sich schon treu geblieben in ihrer nationalen Interessenvertretung. Und das kann auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass man jetzt neue Institutionen schafft, die ja den alten ähneln. Was ist eigentlich aus dem ersten Élysée-Vertrag geworden? Ja, es ist doch in weiter Hinsicht eine leere Hülle, die nicht mehr mit wirklichem Leben gefüllt ist. Und wenn man da jetzt nur eins draufsetzen will oder das erneuern will, der Grundgedanke, zwei Parlamente, ob es mehr oder weniger als 100 Vertreter sein müssen, kann man ja dahingestellt sein lassen. Eine parlamentarische Versammlung, die im Widerspruch steht zu dem, was wir in diesem sogenannten EU-Parlament veranstalten wollen. Das ist also eine Parallelveranstaltung, eine Doppelung. Man könnte hier sinnvoll das aufgreifen, indem man die parlamentarische Versammlung für ganz Europa einführt und somit das ganze Brüssel-Straßburger Scheinparlament zu dem Zustand von 1979 oder vor 79 zurückfährt. Ansonsten bleibt es, was es ist, nämlich ein Einfallstor für internationalisierten Lobbyismus aller Art. Das ist Ihr Parlament. So, und der Aachener Vertrag vom 22. Januar inklusive Geheimvertrag. Ja, wie ja schon erwähnt wurde, richtigerweise, sowas sollte man auch nicht unter dem Tisch fallen lassen. Zwei Wochen danach grätscht Freund oder Freundin Frankreich mitten rein in Nord Stream 2, erscheint nicht auf der Münchner Sicherheitskonferenz und so weiter und so fort und denkt gar nicht daran, irgendwelche Atomschirme für andere Leute aufzuspannen. Das hat schon nicht geklappt im Gespann Schmidt, Giscard, Kohl, Mitterrand oder Schröder, Chirac und wird es jetzt recht nicht gelingen. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir uns den Talleyrand mal vor Augen führen, ein Beaumont von Talleyrand im europäischen Zusammenhang. Niemand vermag zu sagen, wie viele Dummheiten schon aus Mangel an Geld verhindert worden sind. Und dies ist unser und der EU-Schicksal. Es ist offenbar viel zu viel Geld da für allen möglichen Blödsinn, der dann auch prompt gemacht wird. Lassen Sie uns da ansetzen und das verhindern. Liebe Wähler und Steuerzahler, danke, ich bin fertig. Und bedanke mich bei den Steuerzahlern und Wählern, die diesen Spuk vielleicht beenden werden. Mit uns zusammen. Danke. Das Wort hat die Abgeordnete Katrin Staffler für die CDU-CSU-Fraktion.